Die Formel 1 ist bekannt für ihre dramatischen Rivalitäten. Senna gegen Prost, Schumacher gegen Häkkinen. Doch in jüngerer Zeit hat uns ein anderes Duell wirklich sehr fasziniert. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Zwei Giganten der modernen Ära, die sich 2021 ein episches Duell um den Weltmeistertitel geliefert haben. Und in diesem Video blicke ich auf die intensiven Momente dieser Rivalität zurück. Alles begann sehr, sehr langsam. Lewis Hamilton war bereits siebenfacher Weltmeister und dominierte die Formel 1 mit Mercedes seit Jahren. Auf der anderen Seite war ein junges Talent mit Max Verstappen. Mit 17 Jahren debütierte er in der Formel 1 und machte sich relativ schnell einen Namen als einer der aggressivsten und ehrgeizigsten Fahrer im Fahrerfeld. Max Verstappen bewies sehr, sehr schnell, dass er das Zeug dazu hatte, um Lewis Hamilton herauszufordern. Aber es war erst in der Saison 2021 der Fall, als Red Bull Max Verstappen dann auch wirklich ein konkurrenzfähiges Auto gab, was halt dann auch mit Mercedes mithalten konnte. Die Saison 2021 sollte eine der spannendsten Saisons in der Geschichte der Formel 1 werden. Schon im Eröffnungsrennen in Bahrain lieferten sich die beiden einen wirklich sehr intensiven Kampf, der auch sehr, sehr hart und manchmal nicht so ganz fair war. Wobei Verstappen und Hamilton mehrfach die Führung dann tauschten. Am Ende gewann Lewis Hamilton, aber nicht ganz ohne Kontroverse, gewann ganz knapp das Rennen. Aber es war klar, dieses Jahr würde es tatsächlich anders werden als die Jahre davor. Das Muster setzte sich fort. Rennen für Rennen standen Hamilton und Verstappen im Mittelpunkt und sie kämpften Rad an Rad um die Siege. Und es war halt nicht immer ohne Kontroversen. Ja, und dann kam Silverstone. Der britische Grand Prix sollte ein Wendepunkt dieser Rivalität werden. Auf der ersten Runde, in der legendären Kopfkurve, kam es zu einem spektakulären Crash. Hamilton und Verstappen kollidierten und Verstappen krachte mit über 50 G in die Streckenbegrenzung ein. Max Verstappen musste ins Krankenhaus, während Lewis Hamilton das Rennen gewann. Dieser Vorfall sorgte für wirklich hitzige Diskussionen. War Lewis Hamilton zu aggressiv? War Max Verstappen vielleicht zu risikoreich? Die Spannung zwischen den beiden erreichte einen wirklich neuen Höhepunkt. Blicken wir auf Monza. Einige Wochen später sollte sich die Geschichte wiederholen. Diesmal aber mit umgekehrten Rollen. Im Kampf um die Position landete Verstappen mit seinem Auto auf dem von Lewis Hamilton. Dank des Halos, wobei ich auch schon mal ein Video dazu gemacht habe, konnte Hamilton ohne irgendwelche großen Verletzungen, also er hat eigentlich gar keine Verletzungen erlitten, aber ohne dieses Halo-System wäre es wahrscheinlich ziemlich anders gekommen, denn Max Verstappens Auto war quasi auf dem Halo von Lewis Hamilton drauf und dank des Halo-Systems hatte Lewis Hamilton dadurch keine Verletzungen erlitten. Am Ende konnte keiner der beiden dieses Rennen beenden. Der Titelkampf wurde definitiv intensiver und auch härter zugleich. Es war klar, dass beide Fahrer nun bereit waren, alles zu riskieren, um dieses Jahr Weltmeister zu werden. Nach einer wirklich ganzen Saison voller Dramen und Kontroversen sollte das letzte Rennen in Abu Dhabi die Entscheidung bringen. Nachdem in den letzten Rennen, auch vor allem in Brasilien, Lewis Hamilton wirklich sehr, sehr gut aufgeholt hat und auch wirklich ziemlich gut performte, war es in Abu Dhabi angerichtet. Beide gingen punktgleich in das letzte Rennen und Abu Dhabi sollte wirklich nochmal für sehr, sehr große Kontroverse sorgen. Das Rennen wurde von einer kontroversen Safety-Car-Phase überschattet. In einer wirklich sehr, sehr umstrittenen Entscheidung des Rennleiters durfte nur eine Handvoll überrundeter Autos das Safety-Car überholen, was dann Verstappen zur Möglichkeit gab, in der letzten Runde Lewis Hamilton zu überholen und seinen ersten Weltmeistertitel zu bekommen. Diese Entscheidung, auch 3 Jahre später, also fast 3 Jahre später, ist immer noch sehr, sehr kontrovers. Tja, nach 3 Jahren
ist man immer noch nicht so richtig über diese Entscheidung hinweg. Es war ein Ende, was die Formel 1 spaltete. Fans und Experten debattieren bis heute über die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung. Doch eines ist sicher. Der Kampf zwischen Hamilton und Max Verstappen wird als einer der dramatischsten in die Geschichte eingehen. Die Rivalität zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ist mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Sie ist das Aufeinandertreffen zweier Generationen, zweier Mentalitäten. Lewis Hamilton, der erfahrene Veteran, der bewiesen hat, dass er immer noch auf höchstem Niveau fährt. Und auf der anderen Seite Max Verstappen, das junge, hungrige Talent, das die Zukunft der Formel 1 repräsentiert. Ob diese Rivalität wirklich nochmal richtig fortgesetzt wird, das weiß man nicht. 2022 und auch 2023 hat man hin und wieder mal ein Duell gehabt, auch 2024. Aber es ist natürlich nicht mehr dieser Titelkampf, der es 2021 war. Dieses Duell wird aber definitiv in Erinnerung bleiben.